Grüezi, meine lieben Freunde. Ich esse jetzt ein, wie hieß es nochmal? Ein Gipfeli. Mit Schoki gefüllt. Wir sind in Basel, auf der Fantasy Basel. Ich freue mich sehr. Wir waren gestern schon da für ein kleines Meet and Greet für die Leute, die nur am Freitag da sind. Und die Schlange war so lang, die wurde eine halbe Stunde, bevor ich angekommen bin auf der Messe, schon geschlossen, weil die durch die gesamte Halle ging und alles abgesperrt war. Flashback. Alter, es ist Tag 1. Ich bin hier angekommen und die stehen schon seit 2 Stunden an. Hier sind so viele Leute. Grüezi, sage ich da nur. So, gleich geht's auf die Messe. Ich habe heute ein Interview, bin ich sehr aufgeregt drauf. Dann haben wir Meet & Greet. Dann haben wir einen Slot auf der Bühne. Letztes Jahr waren wir auch auf der Bühne, aber eher auf so einer kleinen Bühne. Und jetzt sind wir heute auf der Mainstage. Große Bühne mit vielen Leuten. Immer noch eine Sache, die ich ganz furchtbar schrecklich finde auf großen Bühnen, aber ja, kriegen wir hin. Und danach wieder Meet & Greet und dann fahren wir. Deutschlandzug. Voll crazy, dass man mit dem Zug von Deutschland nach in die Schweiz fahren kann. Wir fahren 4 Stunden nach Frankfurt, das ist so nah. Ich esse jetzt das und wir sehen uns dann gleich in voller Blüte auf der Messe. Das sind so eine ganze Crew, die hier mitgeht, Alter, wild. Kein Aufzug, direkt totgeschwitzt, das war's. Ich glaube, wir sind hier in dem Bereich, wo die ganzen Schauspieler chillen, bevor die Autogrammstunde machen. Sprechen Sie mit meinem Butler, James. Hallo! Video-Interview. Und die sind so mega nett hier. Der Interviewer war gerade so, ist es okay, wenn ich mich fürs Interview neben dich setze? Und ich so, ja. Mhm, lecker. Ich hasse Kochen. Das schneiden wir raus. Grüezi, ihr Gipfelis. Bleibt immer so süßi wie Schokli und bis zum nächsten Mali. Okay, ich bin jetzt hier erstmal Meet & Greet. Ich habe Angst, dass ich nicht so viel von der Messe sehe, deswegen musst du meine Augen sein. Sei meine Augen, sei mein kaufsüchtiges Portemonnaie. Gib nicht zu viel Geld aus, aber nur was Cooles. Wenn du was wirklich Geiles von Animal Crossing oder Demon Slayer findest oder irgendein Flauschkissen. I gotcha. Wo ist der Merch? Ja, ich würde sagen, wir müssen einmal darüber. Ja, tatsächlich war letztes Jahr hier die Merch-Halle. Ich glaube, dieses Jahr ist woanders. Aber das sieht mir nicht sonderlich aus nach Merch. 20 Minuten später. Also, wir haben endlich die Merch-Halle erreicht, nachdem Long dann eine 20 auf Orientierung gewürfelt hat und wir aus der D&D-Halle raus sind. Und jetzt haben wir Merch gefunden. Ich finde, wir sollten Anni das hier mit. Ja. Flauschig. That one. And yeah. We also consider to take the Nezuko Tanjiro figure as well. Yeah. Okay. Maybe you can give us a good price for both of them. Wir verhandeln jetzt erstmal, ne? Ich habe nicht Einzelhandelskauffrau gelernt, um das hier jetzt nicht machen zu können. Ja, wir haben die Tanjiro und Nezuko Figur plus die Daki Figur jetzt gefunden. Und I guess wir nehmen die für einen stolzen Preis von 500. Aber das ist bereits 100 Euro off. Dann legen wir nur einmal, ne? We would like to take the offer. Yeah. Wie wollen Sie Ihre Robbe haben? In Pizza? Oh, Mamma Mia! Yeah. In full and we want waifus. Ihr wollt waifus haben? Ja. Yeah. Wie viele? 1, 2, 4? Eine reicht. Eine Mystery Bag. Alles klar. Eine Mystery Bag, ja. Ich glaube, wir haben ordentlich was zusammenbekommen. Mal sehen, was Anni dazu sagen wird. Ja, aber davor geben wir erstmal Essen. Oh ja, da geht Essen. 12 Berliner später. Okay, ich hab endlich Pause. Ich kann endlich diesen geilen Scheiß auspacken, den ihr mir mitgebracht habt. Ich will erst die Figuren sehen, glaube ich. Wie sollen wir die nach Hause transportieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Nezuko sieht so cool aus. Ich hab ja bei meinem Umzug von Deutschland nach Madeira ist ein Jahr all meine Figuren verloren gegangen. Schon 20 Kisten an Zeug, einfach wie ein schwarzes Loch verschluckt worden. Ich brauche wieder eine neue Sammlung an coolen Figuren. Jetzt geht's los.
Nissan Tanjiro. Geil, Alter. Dankeschön, dass ihr das geholt habt. Ich freue mich mega. Was haben wir hier noch? Eine Waifu Mystery Box. Ja, und eine Food Mystery Box. Eine 50 Franken Food. Oh. Erstes ist ein Spy Family, was auch immer. Gummibärchen. Ich fühle mich gescammt. Oh. Ramune, ne? Ja. Ich bin Profi im Ramune aufmachen. Das da. Flawless. Der Karton ist super süß, Alter. Wie niedlich. Ich wollte gerade sagen, auch wenn da wieder Gummibärchen drin sind, das macht man hier unten so auf. Zack. Und dann süß. Und es sind wieder Gummibärchen und Sticker. Wichtig. So Mao-Am-mäßig. Es ist ein Kaugummi. Ich bin ein Kaugummi runtergeschluckt. Oh, süß. Mit Dings drauf. Wie heißt es? Inosuke. Mit Dings drauf. Oder habt ihr gecosplayt? Bonbons halt. Aber die Packung ist geil. Chips? Bei Gott, das sind die leckersten Chips, die ich je gegessen habe. Wasabi-Geschmack, bisschen scharf, lecker. Textur ist auch richtig geil. Ein Pikachu-Kokos irgendwas. Das ist so ein Kokos. Oh, ein Keks. Ein einzelner Keks. Nee, der ist es nicht. Der bröseligste Keks meines Lebens. Wieder irgendwas, wo Pokémon drauf ist? Ich glaube, das ist nichts zu essen, oder? Ich will das jetzt im Mund schiebe. Ist das dumm? Ist das was zu essen? Sodagum. Sodagum? Ich verstehe, warum es Soda heißt. Das ist ganz flüssig, dieses Kaugummi. Wie lapprig das ist? Das ist so richtig weich im Mund. That's content. Das ist wirklich schön gewesen. Sesammochis, öffne dich! Sesam, öffne dich! Boah, die riecht intensiv nach Sesam auf jeden Fall. Oh, ich schwöre, Alter, Mochis haben so eine Textur von Geilheit in meinem Mund. Welche sind deine Lieblingsmochis? Die hier. Ab jetzt. Last one. Kaugummi. Gar nicht besonders. Ananasgeschmack. Ist okay. Würde ich sagen, ist da 50 Franken wert? Auf keinen Fall. Keine Nudeln, gar nichts. Nur ein paar Süßigkeiten und Kaugummis. Ich glaube, das war die wahrscheinlich größte Geldverschwendung meines Lebens. Aber wir haben auch eine Waifu-Mystery-Box. Bitte, bei Gott, sei was Gutes drin. Was ist eure liebste Waifu? Also meine OG erste Waifu, die ich einfach... Ja, Rhea ist auch meine erste Waifu. Ich habe eine actual Waifu bekommen. Wow! Hä, wie cool! Und noch? Was ist das? Warum ist ein WoW-T-Shirt hier drin? Ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich sehr darüber. Ich habe noch was. Oh, ist das ein Kissen? Oh. Ich würde es so gerne aufmachen. Aber dann kriegen wir es nie wieder irgendwo rein, oder? Du musst warten. Wenn ich zu Hause bin, werden wir miteinander verbunden sein. Dann gehen wir jetzt zur Bühne, machen da dann Kram und dann... Ja, bin sehr aufgeregt. Let's go. So ein gigantischer Lift oder nur für nein, so ein Riesenaufzug, um jetzt zu der Bühne zu kommen. Alter, ich bin so scheiße in bildenden Sachen. Excuse me? Jetzt ist doch hier so ruhig, Alter. Jetzt gleich auf so eine Bühne und dann so ein Q&A machen. Was, wenn keiner da sitzt und guckt? Das wird so schrecklich. Was, wenn keiner Fragen stellt? Das wird so schrecklich. Dann stehen Fran und ich im Publikum. Ja, ihr müsst die ganze Zeit Fragen stellen. Und ihr müsst auch laut klatschen, wenn jemand klatscht. Und ihr müsst laut über all meine Witze lachen, die ich vielleicht machen werde. Okay. It's I can do this. It's showtime, Alter. Long, jetzt mach mich nicht noch nervöser. Einmal durchatmen. Es wird alles gut. Die Leute sind da wegen dir. Sie mögen dich. Okay. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ist denn keiner applaudiert? Dann applaudiere ich ganz, ganz okay, laut. Okay, ganz laut. Grüß dich. Grüezi. Grüezi. Aktuell spiele ich unendlich viel Valorant. Das hat unmenschliche Ausmaße angenommen. Habe ich das einmal im Stream drüber geredet. Schon mal so mitten in der Nacht, wo ich mir dachte, ich darf das jetzt erzählen, aber wir sind ja hier in kleiner Runde. Ich schreibe gerade an einem Album. Oh mein Gott. Ja. Mal gucken, ob ich es jemals veröffentlichen werde. Es ist so persönlich. Guck mal kurz weg. Mal kurz winken, ob ihr es cool findet. Super. Cool, Hände runter, Hände runter. Meine liebe Ani. Niemand. Ist okay. Ich würde dir anraten,
das zu machen. Das wird richtig, richtig gut. Okay, ja. Guck, Mensch, ich traue. Ihr lieben Leute da unten, gibt es Fragen, die ihr Anni stellen wollt? Hallo. Hi. Ich wollte fragen, ob du schon mal Momente hast, an denen du kurz davor warst, abzugeben, und wenn ja, wie hast du dich wieder so geschafft, zusammenzuraffen? Der krasseste Moment, den ich jemals hatte, wo ich wirklich dachte, ich gebe auf. Das klingt so dumm, aber ich war beim Friseur, weil ich mir dachte, scheiß drauf, ich färbe mir jetzt die Haare pink und mal gucken so und dann ist eh vorbei mäßig so. Und die Friseurin, ich saß da so und ich war so, ja, mach mal die Haare pink, mal gucken, ob es dann scheiße aussieht. Und dann meinte die, naja, wenn pink scheiße aussieht, dann mach's halt grün. Und wenn grün kacke ist, dann mach's halt blau oder braun oder rot und also schwarz am Ende drüber färben kannst du ja immer noch. Und das klingt so dumm, aber das hat mein Leben geprägt, weil ich mir dachte, ja, wenn das nicht geht, dann mache ich halt eine andere Farbe. Und wenn Cosplay nichts wird, dann mache ich halt YouTube. Und wenn YouTube scheiße ist, mache ich Twitch. Und am Ende des Tages kann ich immer noch Floristin werden. Und wenn das mein Traum ist, dann ist das super. Und das hat irgendwie so krass mein Leben beeinflusst, diese Friseurin, die wahrscheinlich gar nicht mehr mich kennt. Aber ich bin da so rausgegangen, ich war so, du hast so recht, oh mein Gott, ja. Bitte gebt einen ganz, ganz großen, warmen Applaus. Es war überraschend cool. Ja. Ich hatte richtig Spaß. Alle waren richtig nett. Es war jeder Stuhl besetzt. Ich bin schockiert. Ja, und alle haben mitgefeiert. Ja, es war krass gewesen. Ich bin aufgeregt gerade. Und jetzt, ich würde gerne einen Ratschlag machen, aber ich breche mir dann auf jeden Fall meine Handgelenke. Wir haben jetzt noch finales Meet and Greet. So 20 Minuten. So, das war's mit der Fantasy Basel. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Boah, ich bin so fertig. Dann so viele Leute heute. Ja, das war's. Lasst gerne ein Abo da, liken, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.